Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück zu Cave Blazers. Mein Name ist Ritter Jost und wir sind gerade mittendrin. Zwei Veränderungen, die ich erklären möchte. Ein neuer Perk von mir, der Slasher Perk. Jeder meiner Schläge macht Energiestrahlen und wie ihr seht, habe ich das Relikt vom ersten Mal aktiviert. Ich kriege jetzt mehr Schaden, aber die Gegner auch. Dann wollen wir noch mal gucken, wie es hier läuft. Leute. Verstehe. Ah, cool. Ich schleudere jetzt kleine Bomben. Wie es der Name anscheinend ankündigt. Ah, aber nicht so schnell wie normal. Ah, und das ist ein Segen, ein neuer Segen. Der Geschwindigkeitssegen. Und der macht genau das, was man von einem Geschwindigkeitssegen erwartet. Der macht mich schneller. Ja, genau. Steinring. Mehr Schaden rundherum. Oh ja, Knochenbrecherhandschuh. Der ist nett. Vor allem macht er auch ziemlich viel Schaden. Und stößt die Feinde zurück. Ich versuche mich noch nicht an der Arena. Ich weiß, hier ist einer und über mir ist auch einer. Aber gerade komme ich nicht dran. Außer ich rüste meinen Bogen wieder aus. Aber die Arena hat für mich jetzt gerade keinen besonderen Wert, um ihn sozusagen. Das werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder ausprobieren. Gerade hatte ich was kommt, der da auf mich zugerannt. Schleuder ist ja witzig. Man muss sehr genau zielen. Was haben wir denn? Einen schwarzen Trank. Ja, schwarze Tränke sind ja immer gut. Nein, sind sie nicht. Egal. Wir haben eh weniger Leben, als wir eigentlich haben. Also macht es nicht so viel aus. Oh. Eine Geistklinge. Ah. Aber das ist ein Magiegegenstand. Aber bevor ich dir das mal ausprobiere, möchte ich gerne meinen Knochenbrecher-Handschuh zeigen. Ja, ist halt witzig. Und ein Giftring. Ich mache Giftschaden und sogar zweimal mehr Schaden. Level 2. Ah, und ein Schrein sogar. Oder ein Altar, besser gesagt. Und ein Betäubungsorb, den ich werfen kann. Oh, ein Giftbogen. Ja, ich nehme lieber den Giftbogen. Den finde ich da schon besser. Und ein grüner Trank, der mich schwächer gemacht hat. Ein brauner Trank, der mich vergiftet hat. Na super. Ich glaube, ich nehme für diesen Run jetzt keine Tränke mehr. Ja, ich habe auch keine Sachen, um mich zu heilen. Ah, der Effekt ist auch immer wieder witzig. Sie sind in der Luft gefangen für ein bisschen. Aber es gilt nicht nur für Gegner, sondern auch für Gegenstände. Ach, dieser grüne Blitz, der da war. Grüne Streifen, der kommt vom Giftring. Da greift der Ring sozusagen auch die Gegner an. Und ich habe das Flammenschwert-Segen bekommen. Das sagt eigentlich genau das, was es macht. Nicht das leider, von Gegnern getötet zu werden. Aber wir haben eine grüne Kappe freigeschaltet. Bei dem Spiel muss man sehr aufpassen, wie man das spielt. Weil die Gegner können dich sehr leicht umbringen. Weil man kriegt nur sehr wenig Rüstung in dem Sinn.
Und Heilitems erst recht nicht. Und was ist das hier? Eine Peitsche. Cool. No. Mal, gibt mir einen Ringplatz, wirft Feinde zurück und scheint auch relativ cool zu sein. Oh, ich dachte, etwas größere Reichweite. Oh, ein schlechter Schwert. Was macht das denn? Ah, ist auch ziemlich stark. Sogar stärker als das, aber ich krieg mehr Schaden. Das brauche ich theoretisch nicht. Aber da haben wir nochmal ein Schwert. Das Drachenschwert. 211 Geld macht man dafür. Das habe ich leider nicht. Und ich glaube, ich werde dieses Level auch nicht mehr bekommen. Aber wie schön, wir haben jetzt einen Freund. Ah, mein Freund kann sogar die Siegel aktivieren. Oh. Der Segen der Könige. Genau. Das war ein cooler Segen, weil alles macht jetzt mehr Schaden. Gut, nicht alles. Nicht meine Magie, dafür Fernkampf und Nahkampf. Aber trotzdem nur noch gut. Oh, und Elfen. Elfenblut. Das ist mein Freund schon wieder tot. Und schon wieder. Die sterben ja alle. Ich habe keine Bombe oder so. Oh, da unten scheinen ein paar Bogensägen zu sein. Die hole ich mir doch mal. Was ist einen davon? Genau, feuriger Pfeil. Geschicklichkeitssägen und Abprallsägen. Ah, der Abprallsägen, das ist witzig. Das machen die jetzt für meine Pfeile. Sie prallen ab. Im Fall, dass ich ein paar coole Trickschüsse machen möchte. Oder machen muss, um nicht gleich zu sterben. Kampfangst. Ah, die ist da ziemlich mächtig, aber naja, nicht so stark. Vielleicht, wenn wir eine Zeit finden und dann noch ein Altar, dann wird sie vielleicht von Nutzen sein. Ach, was bist du denn? Hi. Wie geht's? Königlicher Ring. Was macht der königliche Ring? Ah, mehr magischen Schaden. Okay, ich habe zwar noch keine Magiewaffe, aber warum nicht? Ah. Und her? Doch. Au. Naja, Gott sei Dank hatte ich noch das Elfenbrot mit dabei. Oh. Gott sei Dank gibt es diese Engelstatuen. Was haben wir hier? Der aufsteigende Segen, der Morgensternsegen und der Segen der Dornen. Ich nehme den Morgensternsegen. Genau deswegen. Ah, da ist sogar mein Freund geworden. Und sollte ihm vielleicht helfen. First Pendant. Oh, ein Powerglass? Ich verstehe. Also, wenn das aktiviert wird, und man es dann beschossen wird oder von einem Gegner berührt, explodiert es. Dann schauen wir mal, ob wir das kriegen können. Oh. Und da hat mich direkt in den Segen rein. Der Blitzsegen.
Wenn Jäger in meiner Nähe sind, besteht die Möglichkeit, dass ich sie zappen kann. Alle 10 Sekunden lang. Und das Schöne ist, weil er freundlich zu mir ist, folgt er mir. Yay! Ob er so lange überlebt? Keine Ahnung. Wir kommen denn hier? Ah! Grubbington. Der titanische Tiki-Wurm. So, dann schauen wir mal, wie mein Powerglass funktioniert, wenn er ihn trifft. Oh je. Ah, er wurde schon getroffen, glaube ich. Mal sehen, ob ich das hier noch überlebe. Berühmte letzte Worte. Noch einmal. Warum nicht? Normalerweise geht der Boss besser. Ein Königsamulett. Ah, genau. Ich krieg mehr Nahkampf- und Fernkampfschaden, aber ich bin gegen vieles andere schwächer. Nein, danke. Ich sterbe eh schon so genug. Sehr gut. Ein Heilitem. Eine Bombe. Oh. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was das für ein Segen war. Ah, genau. Wenn ich 2 Feinde töte, also nach jedem zweiten Feind, den ich besiege, kriege ich mehr Leben. Leider werde ich nicht geheilt, aber mehr Leben. Warum nicht? Oh. Kampfakt sieht auf einmal sehr viel besser aus. Warum nicht? Sie ist zwar etwas langsamer, dafür macht sie mehr Schaden. Und hat dann, glaube ich, auch eine größere Reichweite mit dem Strahl. Hm, dann ein bisschen. Oder nutzt auch mal diesen Dämonensägen. Die sind witzig. Ah, wie nett. Ich habe einen kleinen Freund bekommen. Yay! Der wahrscheinlich nicht gleich stirbt. Kronenring. Sehr schön. Meine schweren Attacken können jetzt Gegner stunnen. Und mit der Ork-Kampfaxt habe ich nur schwere Attacken. Hm. Ja. Dieser Segen macht nämlich, dass ich eine Chance habe, einen explosiven Pfeil zu feuern. Wer natürlich mehr Schaden macht. Genauso. Eine dunkle Feder und einen durchbohrenden Bogen. Cool. Genau. Ups, also. Ich sollte es nicht machen. Wenn ich noch nicht alles komplett fertig geräumt habe. Oh, aber dieser Schleim da hat ein nettes Schwert in sich. Ein Drachenschwert. Nein, nicht noch einmal, Fledermaus. Yeah. Es macht Feuerschaden, es setzt sie in Brand und wirft sie sehr gut zurück. Au. Deshalb mag ich sie nicht. Gott sei Dank hatte ich die dunkle Feder. Die macht nämlich, dass ich mehr Resistenz gegen Explosionen habe. Und sogar noch ein Regenerationssegen. Und einen Obsidianring. Genau. Aber ich glaube, egal, was mich jetzt berührt, ich werde dran sterben. Außer natürlich, diese Tränke helfen mir. Na, fast? Auch nicht?
Verdammt. Na. Naja, meine Damen und Herren, heute lief es nicht so gut. Aber da weiß ich genau, wie ich die Episode nennen kann. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Mein Name ist Ritter Jost und bis dann.